Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Heute habe ich Glenallachie, 10 Jahre alte Cask Strength Batch 4. Wow, bin ich spät zu der Party gekommen jetzt hier. 56,1% für 51,90 €. Also irgendwie ganz am Anfang, als die ersten Sachen rauskamen, ist das alles an mir vorbeigeflogen. Ich habe es ganz bewusst. Also, ich habe Sets bekommen, ich habe Leute gefragt und ich habe einfach ignoriert. Also, Glenallachie war schon ein bisschen irgendwie, ja, aber alle anderen machen das, wozu soll ich das denn auch noch machen? Aber endlich habe ich einfach mal gesagt: Mensch, ich kaufe mir doch eine Flasche von Batch Cask Strength, 10 Jahre alt, und schau mal, was da ist. Dunkel die Brühe, nicht wahr? Also schon stark. Batch Nummer 1 kam 2018 raus, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt hier von Glenallachie. Das war dann mit 57,1%. Wenigstens die verschiedenen Batches haben verschiedene Alkoholstärken. Batch Nummer 2 war dann damit schwächer, aber dunkler mit 54,8. Batch Nummer 3 war dunkler, aber mehr Alkohol. Der höchste Punkt war mit 58,2. Da war und dann kam jetzt endlich hier, jetzt zum Herbst 2020, Batch Nummer 4 mit 56,1%. Wir haben hier drin Pedro Ximénez, wir haben hier drin Ololozo und wir haben hier drin Virgin Oak. Welche Verhältnisse? Dazu habe ich nichts gefunden. Ob es 40% PX, 40% Ololozo und dann mehr vielleicht 20% Virgin Oak, keine Ahnung. Non-chilled filtered und alles ist nur gefinished. Nichts davon war 10 Jahre lang in irgendetwas. Alles fing an mit Bourbon und alles wurde dann gefinished in irgendetwas. Das ist auch mir wichtig zu erwähnen. Vielleicht in 10 Jahren sieht es ganz anders aus, aber momentan kann Billy Walker nur finishing, weil halt eben seine Brennerei erst praktisch seit 2017 in seinem Besitz ist. Whisky Base Nummer 167436. Ich habe auf der Rückseite hier gar nichts gelesen. So, Glenallachie oder Glenallachie wird es hier ausgesprochen. Der Tal der Steine oder Felsen. Billy Walker ist natürlich ein Master Distiller, ein Master Blender, der früher bei Bien Benoyach, Glen Dronach, Glen Allach, Glen Lossie Werk, Handwerk bewiesen hatte. Er sagt, man kann auch ein bisschen Wasser hinzu tun, werde ich auch vielleicht auch machen, denn daher. So, man sieht hier, viele finden das hässlich mit den, ich sag Fred Flintstone am Font hier mit dem Schiffszug, aber ich finde das eigentlich langsam aber sicher finde ich es gut. Also The Glenallachie, GSA, groß A ist groß, das macht immer wieder jetzt hier Billy Walker ist sogar TheGlenallachie.com ist der Webseite. So, meine Nase. Ich krieg Virgin Oak. Interessant. Ich bin nicht sicher, ob die meisten Leute, die davon schwärmen, das sofort erkennen hier, diese Virgin Oak Momente. Aber ich habe das als erstes, bevor ich ob den Sherry bekommen habe. Und da ist die Frage, ob der Virgin Oak Anteil mit der Zeit auch gewachsen ist, ob es dann ein bisschen weniger geworden ist. Also ich hätte gerne einfach Batch 1, 2, 3 und 4 miteinander verkostet, vielleicht auch blind, damit ich es auch sehen könnte. Aber ich bin da noch nicht so weit, dass ich Glenallachie-Fanboy geworden bin. Also der Sherry ist erstaunlich zurückhaltend verglichen mit dieser Farbe. Also die Farbe, also die Flasche könnt ihr schon sehen. Auch hier könnt ihr sehen, was das für eine dunkle Brühe da ist im Glas. Aber es ist nicht ein Bohr-Moment. So, ich habe eine Flasche zum Vergleichen einfach mal Flasche rausgesucht. Und ich werde wahrscheinlich sagen, Jason, was soll das? Ehrlich gesagt, ich habe Lust gehabt, dann nochmal zu trinken. Glendronach. Das hat Billy Walker produziert damals, deshalb habe ich es auch genommen. Und das ist der Single Cask Abfüllung hier für Dortmund. Ein Moment, ich muss es richtig aussprechen gleich.
Und das ist hier für Weinhaus Hilgerin. Und das ist in Dortmund. Und 99 € kostet die Flasche. Es gab noch Ende November noch ein paar Flaschen dann da. 13 Jahre alt mit 53,7%. Und der wurde nur in Pedro Ximénez Fässern hier gereift. Also von daher, gut. Auch da merkt man den Unterschied, auch in Farbe hier. Hell, Pedro Ximénez, was auch immer in aller Welt das da drin ist. Also. Ja, da ist Sherry. Da ist Sherry Plus. Und das ist der Virgin Oak und das ist die Mischung aus PX und Oloroso. Also Billy Walker liebt es, PX und Oloroso zusammen zu vermixen, immer wieder. Aber nicht nur er, sondern Rachel bei der neuen Glendronach 15 hat den zusammen auch erstmal zusammen vermixt. So von daher. Gut, probieren wir mal. 56,1%. Ich darf mit Wasser arbeiten. Ungefähr 51,90 €. Bestimmt kriegt man ein paar Euro billiger, wenn man da sucht. Ja, klar, da ist ein bisschen Alkohol, aber geht. Wow, der Virgin Oak ist hier echt richtig spürbar für mich. Süffig, sehr dickflüssig. Ich könnte nicht sagen, dass PX oder Oloroso dominiert. Da ist eine Sherry Combo im Hintergrund. Süffig, gefährlich. Damit konnte man einen Abend richtig schön genießen hier. Bisschen weihnachtlich, ein kleines bisschen habe ich diese Weihnachtsgewürze im Hintergrund. Ein bisschen Lebkuchen, ein bisschen Anis, ein bisschen hier von Nelken, ein bisschen hier von Zimt. Wow. Nochmal, nochmal. So, die Frage ist, sind wir bei 3 plus oder 2 minus? Könnte ein 2 minus werden. Diesmal habe ich jetzt hinten im Hals habe ich Holz und nach nicht wenig. Das ist diese Virgin Oak, der da durchkommt. Eine vanillige Sägemehl-Moment. Aber ein schön langer, süffiger Abgang. Ich werde ein bisschen Wasser hier rein tun. Ich versuche es dann auf ungefähr 50% zu bringen. Wird es besser? Keine Ahnung. Eine Nase nicht zwangsläufig. Er wird tatsächlich süßer. Der Alkohol ist weniger gefährlich. Kann man, muss man nicht, darf man. Okay. So, nun, mein Geheimnis für meine Vergleiche, oder mein Videos ist nicht nur, dass ich immer wieder vergleiche mit irgendetwas, sondern für mich mein Geheimnis ist immer wieder, dass ich das verdünne auf 25 bis 30%. Um dann einfach mal zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Zitrusnoten, die ich vorher gar nicht bekommen habe, aber schön. Also wirklich Zitrusschale. Honigmalz. Irgendwas Tropisches. Zuerst habe ich dann gedacht, Wassermelone. Dann dachte ich Papaya. Gehen wir mit Papaya. Also schön komplex, fruchtige Noten. Immer noch dickflüssig.
Immer noch süffig süß. Ah ja. Oh, schöne. Schöne Virgin Oak Momente jetzt hier. In Fassstärke, fast ein Tick zu intensiv für mich. Also, ich meckere in First World Problemzone hier. Also, das ist eher ein 2 minus minus Whisky für mich. Und da sind wirklich hier ganz minimale Dinge, die ich vielleicht mir gerne wünschen würde. Wow, sehr gut. Diese Whisky hier war ein 2 plus Whisky. Lass uns sehen, ob er heute überhaupt an mithalten kann oder nicht. Schöne PX, schöne dunkle Rosinen und Holz. Wow, das war ein krasser Unterschied. Süß, 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 trocken. Also Speichel. Eine Ästringenz, was ich vorher nie hatte, was ein Hinweis darauf ist, wie süß und süffig das Ding hier ist. Oh ja, gut. Also, sehr schön. Ein Pedro Ximénez Fass hier. Fass Nummer 1448. Sehr gut. Ja, der schmeckt mir halt eben persönlich besser, aber nicht viel besser. Also, wow, 10 Jahre alt. Genial. 51 kriegst zwei davon für eine davon im Grunde. Wahnsinn. Also, gut gemacht, Leute. 56, ist es 1 oder 0,7,1? So. Tolle Fässern dazu ausgewählt. Also, ich gehe ein letztes Mal, und das ist immer ein Hinweis darauf, dass mir das Zeug hier total gemündet hat. Ich verstehe, warum waren einige, die gesagt haben, es gab den Glenallachie 15, der 12 und der 10. Und einige haben immer wieder gesagt, der 10 gefällt mir am besten. Kann ich verstehen, erst einmal wegen Fassstärke und zweitens kann ich auch vom Geschmack auch verstehen. Wobei der 12 ist nicht schlecht und auch der 15 ist nicht schlecht. So von daher, Glenallachie, also Billy Walker, ihr macht etwas, was genau den Geschmack von sehr vielen Menschen haargenau trifft. Bei mir übrigens auch. Die Süße kommt durch, verglichen damit. Wahnsinn. Also zwei sollte ich schon geben, nicht wahr? Ich habe vorhin 2- gesagt. Irgendwo zwischen 2 und 2-. Holz immer noch hinten drauf ist ein bisschen zu kräftig für mich. Das ist mein Problem. Wenn ich den verdünne auf 40, auf 50%, irgendwie zwischen 48 und 50%, ist er fast perfekt. Boah. Boah. Gut gemacht. Okay, 2 bis 2-. Preislich sind wir bei einer 3 bis 3, ja, 3. 50 € für einen 10 Jahre alten Whisky in Fassstärke. Ich habe neulich hier, wo ist die Flasche noch? Ja, hier. Ich habe dieses Ding für 60 € im Glas gehabt, denn das ist 11 Jahre alt, nur ein Jahr älter, aber ohne Fassstärke und ohne Sherry, nur Bourbon gereift und der kostet 60 €, 10 € praktisch mehr. Und das hat mich genervt im Preis. So, von daher, diesen Preis muss ich einfach ein 3 geben. Natürlich würde 42 € besser sein, aber für 51, wahrscheinlich für 49,90 irgendwo im Angebot. Absolut hier ein Hammerteil, sehr zu empfehlen, sehr lecker, sehr gut. Ah, jawohl, habe ich überhaupt gelesen hier vom kleinen Alachi schon? Ich glaube noch nicht. Einen Moment, oder habe ich schon etwas gemacht? Glenn Farkless, Glenn Alachi. Doch, habe ich schon mal gemacht hier. Ich habe echt einige Glenn Alachi Flaschen jetzt hier zur Zeit gehabt. Übrigens, sie destillieren ungefähr 100.000 Tonnen vom Heavily Peated. Spirit mit 80 ppm von Nullstärken jedes Jahr, also schon stark.
und die können bis hin zu 4 Millionen produzieren. Allerdings, sie fahren ungefähr auf halbe Kapazität, sodass sie weniger als 2 Millionen Liter Sprit zurzeit produzieren, weil sie erstmal die Leute ausbilden mussten, weil alles muss erstmal laufen, weil erstmal einfach alles dann sein muss, damit man es verkaufen kann, damit man die Betriebswege hat. Was auch Sinn macht, weil man möchte nicht immer 24/7 arbeiten. Ja? Also diesen zwei Schichtbetriebe, 5 Tage die Woche ist nett. Und dann, wenn man dann zu 7 geht, das kann man ganz schnell puff machen und dann hat man einfach alles, was dann genial läuft. Okay. So, Frage des Tages. Welche Glenn-Arachie-Abfüllung hat am besten bisher dich oder euch gefallen? War es der 15er? War es denn der 18er? War es denn hier der 10er? War es der 12er? Welche gefällt euch am besten? Vom Geschmack und auch vom Preis-Leistung kannst du beides aufschreiben. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf diese Glocke draufhauen, es hilft. Ihr werdet informiert, wenn ich online gehe, wenn irgendwas Spontanes geschieht. Jeden Tag 17:30 Uhr kommt Video raus, jeden Sonntagabend um 21 Uhr kommt mein Livestream. Und unten könnt ihr Mitglied werden, meine Flaschenteilung-Gruppe. Dort habe ich sogar zwei davon verteilt. Ich habe eine zweite gekauft, weil ich wusste, dass es gut weggeht. Und jo, ich sage Dankeschön, bis dahin, tschüss.